Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown. Ich habe euch wieder eine Sonderausgabe, jetzt mal kein Match hier. Ich habe euch ja gesagt, Kommt neue Power? ich werde herausfinden, welche neuen Effekte mit hinzukommen, beziehungsweise welche Kombos. Und ein paar oder die meisten habe ich jetzt schon hier, auf beiden Accounts zumindest. Also fangen wir mal an mit dem Boomhauer. Wenn es jetzt nicht wieder abstürzt, das Spiel. So, Boomhauer. Combo. Gucken wir mal ganz kurz rein. Das ist diese River Burnt. Und diese River Burnt ist eine Combo mit Alkoholkarten und hat die Hijack-Funktion. Also, Hijack, Boomhauer, Alkoholkarten, River Burnt. So, Francine muss ich euch gleich auf dem anderen Account zeigen, habe ich hier nicht erforscht. Eine lila. Wundert euch nicht, das ist jetzt hier Deck 3. Das habe ich jetzt einfach nur mal schnell zusammengestellt, dass ich nicht die unten zusammensuchen muss. Ja. So, lila, Goddess of Beauty, ist eine Kunstkarte, also mit zum Beispiel dem vitruvianischen Menschen, hat auch die Hijack-Funktion. So, Goddess of Beauty ist die lila. So, dann haben wir eine Louise. Und bei der Louise hier ist die Combo. Moment, schauen wir mal ganz kurz, welche Combo es bei der Louise war. Bei der Louise war es. Moment. Hier. Der Cat Dragon. Cat Dragon hat die Bodyguard-Funktion und geht mit Flugkarten. Ja. So. Also mit Flugkarten, Cat Dragon, Bodyguard-Funktion. So, dann haben wir die Peggy. Ich natürlich mega geil finde. Ja. Peggy, jetzt auch mit Kunstkarten. Nee, mit Sportkarten. Die Cheerleaderin Peggy. Genau, mit einer Sportkarte, die Cheerleaderin Peggy und ergibt dann hier auch einmal den Bodyguard. Okay? Cheerleaderin Peggy, Bodyguard. So, dann haben wir den Stewie und auch beim Stewie sind es die Sportkarten, die es machen. Und da kommt nämlich raus, hier dieser Football Stewie, auch der hat die Bodyguard-Funktion. Football Stewie, Stewie mit Sportkarten ergibt den Football Stewie, Bodyguard-Funktion. So, den Rest habe ich jetzt hier nicht. So, machen wir mal kurz den Wechsel noch auf den zweiten Account, damit ich euch das noch zeigen kann, nämlich die Francine. So, müsste gleich da sein. Jawohl, da kommt es auch schon. Und bei der Francine ist es auch wiederum eine Kunstkarte. Ja, und das ist hier Francine Painting. Und Francine Painting, also auch mit einem vitruvianischen Menschen, hat auch die Hijack-Funktion. Ja. Ja, also das sind jetzt die aktuellen farmbaren Epics, die man so standardmäßig bei sich irgendwo hat. Was lässt sich dazu sagen? Also auch hier wiederum habe ich so das Gefühl, hier ging es jetzt mal mit Ausnahme von der Lila und der Peggy und der Louise, ging es eigentlich jetzt meiner Meinung nach ein Stück weit auch darum, die nicht so interessanten Charaktere zu pushen. Also zum Beispiel den Boomhauer. Ja, den Boomhauer, der da mit dem Alkohol diese River Burnt ergibt. Die Francine hier, die auch die Hijacking-Funktion hat. Ja. Und da hinten noch den Stewie, der sonst auch nicht so beliebt ist, ja. Aber dadurch jetzt eventuell doch nochmal beliebt werden kann. Also er hat ja sonst, hat er, sag ich mal, die einzige geile Attacke oder beziehungsweise Combo ist ja mit Waffenkarten bei ihm. Das ist der Laserwaffen-Stewie. Und jetzt hier mit dem Football-Stewie könnte auch nochmal interessant werden. Ja, jetzt habe ich euch erstmal die Karten einfach nur vorgestellt. Also die Kartenkombos, die ich jetzt herausfinden konnte, aktuell.
Zu den Effekten selbst werde ich dann auch nochmal ein separates Video machen. Das könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Aber ich muss jetzt auch erstmal so ein bisschen damit klarkommen. Das sind jetzt momentan die Kombos, die mit den allgemeinen farmbaren Epics machbar sind. Ja, die neuen Kombos. Und ja, ich hoffe, dass ich euch da jetzt so ein bisschen mal helfen konnte. Wenn es euch weiterhilft, wenn ihr es cool und interessant findet, wenn es euch geholfen hat irgendwie, dann lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.